Heute verstehe ich gar nichts. Gut, die Türken noch einmal. Verdammte Schweinerei, also was. Habt ihr es verstanden? Na, besser kann ich nun mal nicht fluchen, aber es hilft. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Mein Gott, alles auf dem Boden. Moment mal. Das habe ich doch gar nicht eingekauft. Ist ja eigenartig. Ist auch offen. Was ist denn da drin? Ach, eine Kassette. Ja, ist auch eine drin. Mit Musik oder was das? Ha, nee. Nur sehr seltsame Schriftzeichen da oben drauf. Sehr eigenartig. Vielleicht hat sie jemand verloren. Aber direkt vor meiner Gartentür? Vielleicht hat sie auch jemand absichtlich hier hingelegt. Vielleicht ist es eine Nachricht für mich. Die muss ich mir gleich mal anhören. Jetzt wollen wir mal sehen. Lustig, das bin ja ich. Das ist doch mein Name. Habt ihr gehört? Lustig. Hm? Das ist aber auch das Einzige, was ich verstanden habe. Der Rest ist ja eine ziemlich unverständliche Sprache. Hm. Aber vielleicht ist das eine Nachricht für mich. Womöglich eine geheime Botschaft. Ich muss das unbedingt rauskriegen. Aber wie? Hm. Hey, der Gemüsehändler, der Herr Ögen, wenn der in seiner Sprache spricht, da verstehe ich auch kein Wort. Vielleicht kann der mir helfen. Was will er bei dir machen? Ali. Mercimek? Bir de mercimek, kırmızı olan. Tamam. Sebze meyve ister misin ana? Alacağım. Onu da dışarıda. Osman! Anaya bakıver. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Oh, Herr Lustig. Haben Sie etwas vergessen? Nein, gefunden habe ich was. Gefunden. Gefunden? Das hier. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Das ist irgendwas Ausländisches. Und da dachte ich mir, kommst du mal her und spielst es vor. Vielleicht können Sie es verstehen. Na, haben Sie was verstanden? Tut mir sehr leid. Das ist kein Türkisch. Naja. Hören Sie mal.
Türk bulguru, pilavlık. Çok güzeldir, lezzetli. Türk bulguru. Weizen Grütze. Ja, das hört sich ganz anders an. Ja. Ja. Außerdem, gucken Sie mal, die Schrift. Ja. Sehen Sie? Ja. Das ist ganz anders. Gucken Sie mal, das ist unsere Schrift. Wir, ah, ja, wir, ja, wir Deutschen, ne? Ja, ja. Sieht sehen ganz Sie? Anders aus auch. Ja. Hm. Die Kassette muss also von jemandem kommen, der... Ja, als uns beide ganz anders schreiben. Genau, Sie sagen. Na ja, muss ich noch ein bisschen weitersuchen. Aber die Sache fängt an, mich zu interessieren. Shop, Restaurante und hier Boutique, Boutique. Naja, das klingt alles sehr ausländisch, aber ich kann es noch lesen. Dagegen, das hier, das kann ich nicht mehr lesen. Das ist eine ganz andere Schrift. Das klingt ja nun auch ziemlich fremd. Fast wie hier, auf der Kassette. Ich frage einfach mal. Ich bin im Geheimnis auf der Spur. Die Zeichen hier haben jedenfalls mit unserer Schrift nichts zu tun. Und dann die Musik. Guten Tag. Guten Tag. Ach bitte, das hier Tonband, Kassette. Hm? Ich nichts verstehen. Ich spiele vor, Sie mir sagen, was heißt. Hm? Verstanden? Ich habe Sie nicht verstanden. Sie sprechen so seltsam Deutsch. Können Sie vielleicht ein bisschen langsamer? Entschuldigen Sie, Sie sprechen ja fabelhaft Deutsch. Aber ich dachte mir, probierst du es mal so, weil das alles hier so fremdländisch ist. Nicht? Wobei kann ich nicht helfen. Ich weiß zwar alles auch nicht, weil ich seit 10 Jahren aus Griechenland gekommen bin, aber setzen Sie sich mal. Danke. Es handelt sich nämlich um diese Kassette hier. Die hat jemand direkt vor meinem Gartentor abgelegt. Und ich kann nicht verstehen, was darauf gesprochen wird. Hören Sie sich's doch mal an. Ja. Ja, vielleicht ist es ein Geheimnis. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, dass direkt vor meinem Haus... Ja. Lustig, da sagt immer einer lustig. Und so heiße ich doch. Und dann diese komischen Schriftzeichen hier drauf. Ich habe kein Wort verstanden. Hm. Also lustig heißt auf Griechisch Harumenos. Und wenn ich in meiner Sprache Ihnen was Lustiges sagen würde, dann würde ich sagen, Paio Lagos na Pinero, Storesti to Lemo. Das hört sich ja toll an. Aber leider ganz anders als hier. Tja, da kann man nichts machen. Nehme ich mal wieder meine Mühle. Mühle? Naja, der Kassettenauto. Auto? Das Kassettengerät. So, wie kommt das? Gibt es so viele verschiedene Worte für eine Sache? Ja, das gibt's. Es gibt viele Dinge, die ganz verschiedene Namen haben, aber alle meinen dasselbe. Zum Beispiel Löwenzahn. Sie kennen doch die Blume. Ja, kenne ich. Viele Leute meinen, dass die Spitzen der Blätter wie Zähne aussehen. Kann man dazu auch Pusteblumen sagen? Genau. Alle Kinder kennen die Pusteblume. Und wahrscheinlich wissen Sie auch, dass Löwenzahn und Pusteblume dieselbe Blume ist. Es gibt auch noch einen anderen Namen für den Löwenzahn. Kuhblume. Kuhblume? Die Bauern haben sich ja Kuhblume gesagt, weil die Kühe das vielleicht besonders gern fressen. Und dann gibt es noch ein Wort für Löwenzahn. Ich glaube, die Leute in Süddeutschland sagen dazu auch Brunzelblume. Brunzelblume? Ja, die haben herausgefunden, dass wenn man sich einen Tee macht aus den Löwenzahnblättern, dann muss man... Brunzen? Ja. Und was heißt das? Na ja, dann muss man aufs Klo.
Ja, ganz schön schwierig. So viele verschiedene Worte für eine Sache. Gerade Löwenzahn. Man kann zum Löwenzahn so viele verschiedene Worte. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich lese mal vor. Pusteblume kann man sagen. Na logisch. Kuhblume, Kettenblume, Ringelblume, Hundeblume, Eierpusch, Milchbusch, Dotterbusch, Saublume, Lichterblume, Bettpisser. Naja, es kommt halt immer darauf an, was man für Erfahrungen mit der Sache gemacht hat. Ne? Auto, das ist auch so eine Sache. Zum Auto sagt man so viele verschiedene Wörter, je nachdem, was man darin sieht. Der alte Herr da, der verlässt seinen Wagen. Und der Typ da, der besteigt seine Kiste oder Karre. Verschiedene Wörter für ein und dieselbe Sache. Aber zur Not geht's auch ganz ohne Wörter, wie bei den beiden da. So kann man sich natürlich auch verständigen. Aber eine richtige Sprache ist schon besser. Aber warum gibt es so viele verschiedene Sprachen? Eine wäre doch viel praktischer. Tja, es hat sich nun mal so entwickelt. Ja, Sprachen haben sich wirklich entwickelt. Das kam so, vor Tausenden und Abertausenden von Jahren, als die Menschen überhaupt erst anfingen zu sprechen, da wohnten die ja nicht alle auf einem Haufen. Nee, die wohnten, ich habe hier mal eine Weltkarte. Und jetzt sollen das mal hier die Menschen sein. Da wohnte eine Gruppe hier in Afrika. Eine andere in Asien. Stellen wir sie mal hier hin. Und dann noch eine Gruppe hier in Europa. So. Jede Gruppe hat nun so ganz für sich eine eigene Sprache erfunden. Und das blieb auch eine ganze Weile dabei, denn es gab ja noch kein Fernsehen, kein Radio, kein Telefon. Sie wussten ja alle nichts voneinander. Aber dann später gab es Völkerwanderungen und Kriege. Und gerade die Gruppe hier, die kam ziemlich weit rum, bis nach Europa. Und hier traf sie auf eine andere Gruppe. Die wohnte schon hier, beispielsweise in Italien. Die Gelben hier, die blieben eine Weile da, heirateten auch. Und im Laufe der Zeit mischten sich jetzt die beiden Sprachen und ergaben eine neue. Und das war hier das Lateinische. Nun weiß ja jeder, die alten Römer waren ziemlich kriegerisch. Und so wanderten dann die lateinischen Soldaten, die römischen, in ganz Europa herum, kamen auch nach Frankreich. Da wohnten auch wieder andere, die was anderes sprachen. Die Sprachen mischten sich wieder. Und es gab eine Sprache, die man heute Französisch nennt. Die alten Römer sagten zum Beispiel zum Tisch Tabula. Die Franzosen sagen heute La Table. Es ist so ähnlich. Und sogar wir Deutschen haben was davon abgekriegt. Denn wenn man den Tisch ein bisschen kleiner macht, gibt es ein Tablett. Richtig, es klingt alles so ähnlich.
Tja, so haben sich die Sprachen immer wieder im Lauf der Zeit verändert. Es kamen neue dazu. Und es gibt so schrecklich viele. Wie soll ich jetzt wissen, was für eine Sprache hier auf dieser Kassette ist? Das Beste ist, ich frage mal einen Fachmann. Tandis que s'étend à l'autre côté des nuisances de l'environnement en augmentation du nombre d'aires de loisirs. La ville répond généreusement aux besoins croissants de sa jeunesse en installation des places de sports et loisirs. Ihr fragt euch vielleicht, was ich hier suche. Ist euch aufgefallen, dass hier eine Menge Leute sitzen aus ganz verschiedenen Ländern, die alle eine ganz verschiedene Sprache sprechen? Und trotzdem verstehen die den da vorne. Ist doch merkwürdig. Das kommt so. Die haben alle einen kleinen Mann im Ohr. Oder eine kleine Frau. Und die flüstert ihnen zu, in ihrer Sprache, was der da vorne sagt. In seiner Sprache. Ist doch toll. Glaubt ihr nicht? Dann kommt mal mit. Naja, so klein ist die Frau nun auch wieder nicht. Mesto sa snaží viesť mládeži v ústretí vo využití voľného času. Das ist die Dolmetscherin, die Simultandolmetscherin. Über die Kopfhörer hört sie den Mann unten an der Rednertribüne, übersetzt das gleichzeitig und übers Mikrofon geht's in die Ohren der Leute im Saal. 8 okrajových domovov, 18 škôlok, 8 miest s možnosťou strát stanovania, 3 internáty. Da sind ja noch mehr. Hm? 485 Gymnasiums. 55 Gymnastic Halls. Ich glaube, das ist Englisch. 23 Open Air Swimming Pools. 20 Indoor Swimming Pools. Hm. Was haben wir denn noch? Sportivi. In 485 Palestre ja, con Impianti. Eine hübsche Sprache, nicht? Sportivi in 23 Piscine. In 20 Piscine. Meine Güte, noch jemand. 23 Piscinas al aire libre y 20 Techadas. 10 Pistas de Patinaje y 9 Pistas de Hielo Artificial. Niños, Spanisch, jóvenes y adultos pueden dedicarse al entrenamiento físico. So, was haben wir denn noch? Ja, das klingt sehr bekannt. Vier Jugendtanzcafés und 37 Städten zur Unterbringung. Endlich mal einer, der Deutsch spricht. Vielleicht kann der mir helfen. Wie kommen Sie denn hier rein? Bitte übernehmen Sie mal. Für 51.000. Ja, merken Sie nicht, dass Sie stören. Was möchten Sie denn? Ja, vielleicht haben Sie ein Momentchen Zeit. Wissen Sie, ich habe da ein Problem. Ich komme da heute Morgen vom Einkaufen und da liegt doch direkt vor meiner Gartentür ja eine... Bitte machen Sie es kurz. Ich muss die Kollegen gleich wieder abwerfen. Ja. Worum geht es? Na, dann hören Sie sich doch das einfach mal an hier. Lustig? Ich verstehe nur lustig. Ja, aber Sie sind doch Dolmetscher, ich meine... Erlauben Sie mal, es gibt über 5000 Sprachen und Dialekte auf der Welt, die kann kein Mensch alle im Kopf haben. Und ich übersetze hauptsächlich aus dem Französischen. Ja, ja. Aber das hier auf dem Band. Ja, hier, nochmal. Das muss irgendwas Fernostasiatisches sein, von der Lautung her. Taiyan. Ja, vielleicht Chinesisch, aber Chinesisch. Genau kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Ja. Ja, das ist es. Ja. Gute Nacht. Nur nicht auffallen. Das ist sehr wichtig. So tun, als sei man nur zum Essen hier und im richtigen Moment fragen. Ach, Herr Ober. Ja.
schön. Ach, das ist sehr aufmerksam, danke. Herr Ober, kann ich Sie mal was fragen? Es ist nämlich so, ich bin gar nicht zum Essen hier. Ist das Essen nicht gut? Doch, sehr, sehr gut. Nein, es geht darum, ich habe eine Botschaft bekommen. Eine geheime Botschaft. Eine geheime Botschaft? Ja, hören Sie mal. Was heißt? Sollte ich Ihnen später Nachspeise bringen? Ich verstehe das nicht. Also, es war nicht türkisch und es war nicht griechisch. Es war auch nicht italienisch, nicht spanisch und nicht englisch. Und chinesisch ist es auch nicht. Ich glaube, ich gebe es auf. Die geheime Botschaft ist nicht angekommen. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Bitte wie? Verzeihung. Zeigen Sie mal. Ja. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Also, da gehen Sie am besten geradeaus und dann. Moment mal. Das ist ja fast genau dasselbe. Ja, das sind dieselben Schriftzeichen. Das ist ja Ding. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Gleich werden wir. Jetzt werden wir das Geheimnis dieser Kassette entschlüsseln. Halten Sie doch mal bitte. So. Jetzt hören Sie mal. Lustig. Ja, damit bin ich gemeint. Peter Lustig. Lustig heißt in Japanisch Tanoshi. Traurig heißt Kanashi. Deswegen, das ist Sprachkurs. Das ist ein Sprachkurs. Und ich habe gedacht, wie konnte ich nur auf so eine dumme Idee kommen, dass das eine geheime Botschaft ist für mich. Doizumo Shokyusha-Kurs. Heißt in Deutsch, Deutsch leicht gemacht. Ah, Deutsch leicht gemacht. Ja. Naja, ist keine schlechte Idee, mit so einer Tonbandkassette eine fremde Sprache zu lernen. Ne? Aber wissen Sie was? Sie können die besser gebrauchen als ich. Ich schenke sie Ihnen. Wenn Sie mir dafür auch einen Gefallen tun und mir einen Satz auf Japanisch beibringen. Aha, danke. Jetzt habe ich auch eine geheime Botschaft für euch. Das heißt, so geheim ist sie nun auch wieder nicht. Ihr kennt sie schon. Kiowa korede oshimai. Switchi kirima shone. Ne? Nicht verstanden? Ja,